Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ein neues Let's Play, ein neues Glück und heute soll es um die Reliant Core gehen. Das erste Flight Ready Ship aus der Reliant Serie. Jawohl, sie hat nämlich noch eigentlich zwei Schwestern, die haben wir aber bisher noch nicht kennenlernen können, zumindest nicht live im Spiel. Nämlich neben der Reliant Core gibt es noch die Reliant Zen und die Reliant Marco, die beide nochmal spezialisiert ausgestattet sind. Allesamt übrigens aus der Musashi Industries Familie, also sprich MISC. MISC. Wunderschön, genau. Die Marco ist der Newswagon und die Zen ist der Skirmisher, ne? Nee, stimmt nicht. Es gibt sogar noch einen. Ich habe einen vergessen gerade. Die Marco ist der Newswagon, die Zen ist die Forschungsvariante und dann gibt es noch den Skirmisher. Richtig. Den Skirmisher, genau. So ist es. So, dementsprechend, wir sehen jetzt hier die Core-Version vor uns. Das ist ein leichter Frachter, sogenannter Mini-Hauler. Ja, formschön ein Nurflügler. Mit zwei Sitzen tatsächlich dabei. Das ist halt eben auch recht üppig für ein Schiff halt so dieser Größenklasse. Und kann sage und schreibe 30 SCUs Fracht transportieren. Richtig, der Frachtraum, den gucken wir uns gleich mal an. Da gehen wir gleich ein bisschen näher rein. Ansonsten kann man also sagen, es ist mal als Tier 2 Starterschiffen an die Community gekommen. Das bedeutet, wir hatten hier auf jeden Fall eine Abstimmung bei RSI. Welches Schiff hättet ihr denn gerne als nächstes, als nächsten Konzept-Sale oder als nächstes entwickeltes Konzept? Die Reliant hat dabei gewonnen, gerade weil es eben ein Zweisitzer ist. Ne? Und die ist jetzt auch im Store fest verfügbar. Genau. Bewaffnet ist sie mit zweimal Size 1, halt quasi parallel halt zum zum Cockpit. Die hängen hier dran. Da ist ein Behring M3A Laser verbaut. Zwei Stück an der Zahl, soweit genau, ich das sehe. Genau. Seite und dann gibt es halt noch einen weiteren Hardpoint, der Size 3, der quasi halt als Gimbal Mount gedacht ist. Und der ist nämlich hier unten genau, an dem Nurflügel von. Nee, der ist da an der Flügelspitze verortet. Hier, diese Kappe kann man dann quasi abziehen und da dann halt entweder fix eine Size-3-Waffe anbringen oder halt eben halt einen Gimbal-Puck drunter und dann kann man eine Size-2-Waffe da drauf tun. Genau, immerhin. Ja, ziemlich ordentlich eigentlich, genau. Keine Raketen oder ähnliches, das trägt das Schiff jetzt nicht. Dafür gibt es dann andere Modelle, aber das hier ist auf jeden Fall schon ganz cool. Auch mit der Kappe hier finde ich eine schöne Idee, dass man das so abnehmen kann quasi und dann oder auch drauf tun und dann sieht es ein bisschen runder aus. Es erinnert mich dann doch stark an den B-Wing aus Star Wars. Mhm. Irgendwo aber ist wahrscheinlich einfach nur das Nurflüger-Design. Ja. Sonst halt so klappt das gute Stück doch mal auf, dass wir den Innenraum mal zeigen können. Das machen wir jetzt. Da geht man nämlich von hinten rein. Genau, da ist er. Wunderschön. Und hier rechts und links sehen wir auf dem Boden dann auch die Zonen, wo dann die Fracht halt eben gelockt werden kann, wenn es vollgestellt ist. Und dann in der Mitte kann man dann wunderbar zum Cockpit durchgehen. Mhm. Und den Clou eigentlich, den halt Musashi Industries mit dem Ding hier gemacht hat, ist, dass sich das Ding halt transformiert, wenn man halt in den SCM-Modus geht. Genau, darum mache ich jetzt hier auch brav die Klappe zu. Hier in diesem Laderaum, der jetzt ein eindeutiger Laderaum ist für 30 SCU, wie gesagt, hier in diesem Laderaum befinden sich bei den anderen Modellen dann entsprechend die Ausrüstung. Ich habe nämlich ursprünglich eigentlich die Zen-Variante gebackt. Darum habe ich die jetzt gerade als Loner-Ship, das heißt, solange wie die Zen noch nicht da ist, kriege ich jetzt die. Und da befindet sich hier dann zum Beispiel die Forschungsausrüstung drin bei der Zen. Ne? Ja, verstehe. Da stehen dann deine Petrischalen und dein Erlenmeyer-Kolben. So ein Mikroskop hat man in den Konzeptzeichnungen gesehen. Und die Zen hat hier ein zusätzliches Airlock hinten drin. Das heißt, hier ist sozusagen nochmal eine Tür vor. Ah. Und da kann man dann sozusagen in den EVA gehen, ohne dass all dieses ganze Compartment irgendwie dazu. Was, da ist denn echt noch ein Airlock drin? Ja, also eine Tür, halt eine zusätzliche Tür. Und dann kannst du halt durchgehen und du hast hier vorne dann eben keine Atmosphäre, während der hier weiter an seinen Proben sitzen kann. Boah, nicht so schlecht. Ja. Ein mobiles Meth Lab, wenn man so will. Richtig. Was noch nicht geklärt ist die Sache mit dem Bett. Also ob dieses Schiff jetzt ein Bett mithaben wird oder nicht oder welche Variante, das wissen wir an der Stelle noch nicht, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Informationen zu unterschiedlichen Zeiten, die rausgegeben wurde. Ursprünglich wurde zum Beispiel mal gesagt, die Zen als Explorer-Variante hat ein Bett mit drin, die anderen beiden haben keins oder die anderen drei haben keins. Ob das noch aktuell ist, wissen wir nicht, das können wir euch nicht sagen, aber was man auf jeden Fall sieht, sind die beiden Sitze. Genau, was man noch sagen kann, ist halt, sie hat einen Size 2 Powerplant direkt von Hause aus und sie kommt halt eben mit einem Size 3 Shit-Generator daher. Wobei ich glaube halt so von Hause aus nur Size 2 sind, aber es passt wohl ein Size 3 rein, wenn ich das richtig interpretiere. Und ich sehe gerade, ich habe halt offenbar eine Size 1 Waffe unterschlagen. Wir haben nämlich zwei Fixed S1, das sind die halt eben direkt parallel zum Cockpit. Am Pylon-Mount soll
sollte halt noch eine S1 sein und halt dann gibt es den Gimbal S3. Mhm. Aber gut, wo jetzt die dritte sein soll, weiß ich gerade nicht genau. Das habe ich auch nicht gesehen jetzt, muss ich ehrlich sagen. Da wissen wir auch nicht, ob wir die ganzen Stats-Pages wirklich vertrauen können. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Das mag so sein. Also so steht es zumindest noch auf der Seite. Mhm. Genau, eine Länge von 13 Metern halt so bringt sie halt eben halt aufs Maßband und 18,75 Tonnen, also fast 19 Tonnen auf die Waage. Das schon ist halt relativ mächtig, ne? Naja, gut, aber es ist halt auch ein Frachter. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das Cockpit-Design hier ist im Grunde genommen wiedererkennbar, wenn man MISC kennt. Also aus der Freelancer, gerade diese Bildschirme hier, wo ich gerade so in der Mitte hingucke, die findet man auch in dieser Art in der Freelancer, allerdings völlig anders angebracht. Hier haben wir wirklich alles über uns im Endeffekt. Also man sieht hier oben so ein bisschen das Control-Panel. Dann hat man hier die holographischen Anzeigen und das hat hier in der Mitte. Ansonsten hat man aber sehr freie Sicht und das finde ich schon mal echt schick. Das ist mal so gar nicht wie in der Freelancer. Das ist mal so gar nicht. Ja, wo wir halt da Panzerschlitz fahren, ist ja hier wirklich Rundumsicht par excellence. Allerdings. So, aber jetzt bringen das schöne Stück doch einfach mal in den Flugmodus, damit wir jetzt mal zeigen können, was da so passiert, wenn man auf den Knopf drückt. Und diesmal ein bisschen höher. Jawohl, diesmal ein bisschen höher. Ich habe beim Test nämlich gerade eben direkt halt so die eine Tragfläche abgeknickt. Ja. Das ist nämlich so ein Ding, woran ihr unbedingt denken müsst, wenn ihr an irgendwas dicht ranfliegt, weil momentan ist die ja halt sehr breit, aber sehr niedrig, also nicht sehr hoch. Wenn du jetzt allerdings halt quasi in den SCM-Modus transformierst, siehst du, wie sich da halt so die Gondel senkrecht stellt. Der Pilot und der Co-Pilot sitzen dann übereinander. Der Laderaum verschließt sich und das Ding zieht dann halt eben als so ein vertikaler Nurflügler durch die Gegend. So ist es. Und das ist natürlich eigentlich die Optik, nach der man das ganze Teil beurteilen möchte. Das ist natürlich mal echt schick. Also es ist ein Design, was man sonst nicht so findet hier im Verse, was bisher einzigartig ist in ihrer Art. Man merkt die Shian-Technologie, die da drin verbaut ist. Das ist ja auch der Sinn der Sache, nämlich mit diesen schwenkbaren, komplett drehbaren Triebwerken hier, die sich im Grunde genommen jedem Flug auch anpassen können, indem man jetzt einfach sozusagen, jetzt mal, ich ziehe jetzt mal nach oben und man kann halt ein bisschen sehen, sie verändern sich im Grunde genommen. Jetzt gerade nicht. Nee, aber sie klappen schon. Jetzt nicht. Also eigentlich ist das ja quasi entliehen der Freelancer, die ja auch komplett halt drehbare Gondeln hat. Jetzt momentan mag hier irgendwie Animation klemmen. Ja. Auf jeden Fall hat sie eine ganze Menge Thruster und zwar sind das 12 Thruster über den kompletten Rumpf verteilt. Die meisten davon sind halt an diesen Pucks, die wir halt an den Flügelspitzen sehen, verortet. Ihr seht halt eben unten diese kleinen jetzt sieht man sie auch feuern hier auf der Seite. Kuppeln sind auf beiden Seiten und da stecken dann halt jeweils immer schon, glaube ich, 2 Thruster pro Kuppel drin. Genau. Und der Rest ist halt eben über den Rumpf verteilt. Insofern ist sie halt auch sehr wendig und sie fliegt sich halt sehr schön. Wobei man halt sagen muss, so wahnsinnig mit einer Saber oder einer 300i kann sie halt eben nicht. Sie ist halt eben auch sehr schwer dafür. Ja. Aber was bringen wir denn hier, wenn wir jetzt mal komplett den Afterburner ausfahren aufs Tacho? Das hauen wir jetzt mal rein. Und zwar jetzt gehen wir mal direkt in die volle Geschwindigkeit und hauen den Afterburner rein und sind bei 525. Immerhin. Anreisegeschwindigkeit halt so, also ohne Quantum Travel oder halt ohne, wenn man halt nicht springt. Das ist als Reisegeschwindigkeit gar nicht so schlecht, um zu flüchten, jein. Also wenn du halt das Schwein hast, an der Aurora zu geraten, mag das halt eben noch okay sein. Genau. Aber da gibt es halt eben Abfangjäger oder halt eben auch andere Schiffe, die dir halt sehr einfach nachsetzen können. Das ist halt eben auch so das Ding, Wiesen würde halt sagen, für den Dogfight ist dieses Schiff halt so überhaupt nicht geeignet. Genau. Dafür ist sie zum einen zu schwach bewaffnet und zu leicht gepanzert. Ja. Die Schilde können vielleicht halt eben so ein bisschen halt, da sie einen Size 3 Schildgenerator behausen kann, sicherlich ein klein wenig Widerstand dem Angreifer entgegensetzen, aber für längere Auseinandersetzungen ist dieses Schiff definitiv nicht gedacht. Nein, eindeutig kein Dogfighter, also das muss man wirklich dazu sagen. Dafür ist es nicht gebaut und es hat im Grunde genommen diesen Starterschiff-Charakter schon, weil es eben ein kleiner Allrounder ist, gerade hier in dieser schönen Variante. Was wir zum Beispiel gemerkt haben, ist, wir haben in dem Schiff keinen Schleudersitz. Gut, das wussten wir von Anfang an, dass man das merkt und mitkriegt. Aber was wir auch gemerkt haben, ist, das Problem ist wirklich, wenn man jetzt ein Problem hat, insofern, als dass man zum Beispiel einen Teil der Tragfläche verliert. Das hatten wir nämlich gerade. Ja. Da habe ich nämlich den Fehler gemacht und war nicht weit genug über den Landepad und dann machte es Krach und es war abgerissen. Wenn man dieses Problem hat, dann steuert sie sich nicht mehr richtig. Sprich, dann ist es tatsächlich das Problem, dass sie nicht mehr anhält. Ne? Also sie fliegt einfach weiter. Ja, jetzt momentan ist es ja halt in diesem
diesem Patch noch so, ja, dass wenn du halt eben aus dem Sitz aussteigst, die Automatik hat das Schiff auf Null abbremsen möchte. Ja. Und wenn halt deine Thruster da kaputt sind, wie es halt eben in dem Moment war, oder ein großer Teil der Steuerdüsen, und kein Gegenschub möglich ist, ja, dann halt segelt dieses Ding halt weiter und du kommst aus dem Sitz nicht raus, was ja natürlich halt total fatal ist. Das ist nämlich richtig mies, ne? Weil wir sind echt aus dem Sitz gerade nicht mehr rausgekommen und wussten nicht so richtig, was wir da machen sollen, um da jetzt noch aus dem Schiff rauszukommen. Nee, ich würde es allerdings trotzdem halt erstmal noch für halt einen Fehler, ja, halten. Ja. Das kann eigentlich nicht so bleiben. Das denke ich. Gerade jetzt halt, ihr seht, vielleicht kannst du jetzt nochmal halt zurückschalten. Ihr seht in der Mitte das Rote, das ist nämlich halt die Tür zum Frachtraum. Okay. Und wir hatten das schon mal, dass wir einen blinden Passagier hatten, der uns das Schiff mopsen wollte. Mhm. Und dann haben wir, so jetzt kommt nämlich genau halt so das Ding, jetzt versuche ich nämlich gerade runterzubremsen. Ihr seht, es wird langsamer, 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 ja, bevor es sich halt eben quasi halt in den Horizontalmodus zurückversetzt. Oh. Ich glaube aber, da passiert gerade nicht viel. Ich nehme mal den Schub komplett raus, ja, und so jetzt versetzt er. Zack, und da sieht man nämlich, wie die Tür sich öffnet. Das ist halt nämlich genau, ja, der Punkt. Wir hatten den blinden Passagier da hinten drin und, ja, haben ihn einfach kurzerhand so eingeschlossen und konnten mit ihm dann hinfliegen, wo wir wollten, weil er kommt dann da halt eben einfach nicht mehr raus, sondern kann halt nur rausspringen, genau, irgendwo in der Tiefe des Alls. Das hat er natürlich auch nicht so gemacht. So sieht man es ganz gut. Ne? Das, genau, ist jetzt, zack, ist perfekt so. Ja. Und dann ist das da hinten nämlich eine richtig, das ist eine richtig üble Falle. Du kommst, ja, da halt nicht mehr raus. Und wenn jemand mit dir irgendwo hinfliegen will, dann hast du halt nur die Chance, okay, ich springe jetzt einfach nirgendwo raus und hoffe, dass mich irgendwer aufliest. So Mobilgas auf und Hilfe, Hilfe. Ja, das, ja, ist richtig. Wenn, ja, das halt eben dann irgendwie ein Sklavenhändler ist oder jemand, der dich halt da hinten halt absichtlich reingesteckt hat, dann wird er einfach mal geflickte Kurve drehen und dich wieder einsammeln. Das glaube ich nämlich auch. Dementsprechend halt so ist das halt, das ist auf jeden Fall eine Gefahr, die das halt eben bei diesem Schiff halt eben herrscht. So, das oder ist richtig. Also ich finde es vom Design her ein ganz, ganz schönes Schiff. Also eben weil es sich komplett abhebt von allem anderen, was wir so kennen. Es fliegt sich sehr gut, muss man sagen. Sie fliegt sich, wie man schon so ein bisschen erahnen kann, sie fliegt sich sehr weich. Sie fliegt sich eben aufgrund von diesem B-Wing-Nurflügler-Design eben ein bisschen anders als die anderen Schiffe. Das heißt, wir haben hier eben zum Beispiel auch eine komplett andere Waffenanordnung. Ne? Also wir müssen, man muss... Jetzt mache ich hier keine Experimente, weil das ist nämlich ganz genau das keine Ding. Keine Sorge. So, ihr müsst euch wirklich dran gewöhnen, dass, ja, du halt einmal entweder ein sehr hohes oder ein sehr breites, ja, Schiff fliegst. Ja, das so ist halt es eben nicht so, dass das halt irgendwie halbwegs in irgendwie einem Sandkasten wäre, sondern, ja, es ist halt einfach extrem in die eine oder andere Richtung. Richtig, das ist nämlich genau der Punkt. Und was man jetzt eben erkennt, und das muss man auch wissen, beziehungsweise darauf achten, wenn man sich für dieses Schiff entscheidet, hier schießen jetzt die Laser, die angebracht sind, von oben und von unten. Das haben, ja, wir bei keinem anderen Schiff sonst. Nee, weil da sonst ist es immer horizontal. Richtig. Ja. Ich weiß nicht so genau, bei der K2AL bin ich mir gerade nicht so richtig sicher, aber ich glaube, die sind auch direkt unterm Cockpit. Die schießen gerade nach vorne, ja, bei der K2AL, glaube ich. Die hat aber auch nur zwei, glaube ich. Ja, ne? Richtig. Und hier schießen die wirklich von oben und von unten rein. Das ist was völlig anderes, also gerade um mit dem Schiff tatsächlich im Kampf zu agieren. Ziemlich weit von außen. Ja, vor, ja, allen Dingen oben kann man dann halt, wenn man einen Gimbal dran hat, das so ein bisschen einkippen halt so, dass es halt so dann zumindest halt auf denselben Vektor, auf denselben Zielpunkt geht, wie die beiden halt fixen über dem Cockpit. Ja. Aber naja, das ist halt, es ist gewöhnungsbedürftig. Man muss sich da schon drauf warm schießen. Ich bin gespannt, wie der Skirmisher das halt eben löst. Ja. Ob der dann halt einfach größere Hardpoints hat, dass man da mehr Gimbal anbauen kann. Ja, also ich denke auch, der wird sich nochmal ein bisschen abheben, damit genau das passiert, damit man eben genau diese Möglichkeit hat. Was ich sehr lustig finde an dem Schiff an sich, das haben, glaube ich, auch in der Beschreibung alle Varianten so drin, das ist halt der Tankstutzen für die Starfarer. Ja. Ne? Missgehalten. Ne? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber ich finde es cool. Also muss ich sagen, es ist irgendwie, macht das Schiff auch, hat noch ein Feature. Es ist sauschick, finde. Also, ja, gerade halt so als Einsteigerschiff Tier 2 ist echt ein wunderschönes Schiff, ist ein tolles Design. Ja. Und wenn wir jetzt noch klären, wo das Bett tatsächlich sich denn befindet, ja, soll sie denn eins haben? Ja, also der Punkt ist bei der Core wird es halt leider nicht gesagt, ob sie ein Bett hat oder nicht. Und sie haben sich dazu auch noch nicht abschließend geäußert. Sie haben gesagt, die Zen hat eins, die Zen-Variante. Gut, aber das ist ja entscheidend für ein Einsteigerschiff, weil ich meine jetzt, ja, ein Frachter, der halt ein Quantum Travel machen können wird, aber halt so, wenn ich halt von A nach B fliege, will ich ja wahrscheinlich dann halt mich irgendwo da mal ausloggen. Und wenn ich jetzt nicht irgendwo mieten will, dann muss, richtig, ich mich ja zumindest in meinem eigenen Schiff hinhauen können. Richtig. Gerade für zwei Leute an Bord bietet sich ja voll an für lange Strecken. Der eine pennt, der andere halt, genau, so fliegt, wenn sie nicht gerade beide im Cockpit sein müssen. Richtig. Wäre eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Ich persönlich fände es auch cool, muss aber sagen, dass ich noch nicht genaue Informationen dazu habe. Wir sehen übrigens, das hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, eine reine SCM-Geschwindigkeit von 175. Das ist für die Größenklasse gar nicht so furchtbar schnell. Also da gibt es Schiffe, die sind deutlich schneller als die, aber es ist eine ruhige Durchschnittsgeschwindigkeit. Genau. Aber auch eine Starfarer. Auch viel hübsch. So, und jeweils 8 Countermeasures gegen EM-Raketen, ja, oder halt eben gegen
Hitze suchend. Ja. Da war nämlich der Collusion Alert, weil du mit deiner oberen Flosse halt schon zu dicht an die Station reingekommen bist. Es ist wirklich nicht ganz einfach, weil man, also ich kann euch nur sagen, gerade Korea, Security Post Korea, da also wo man dann halt so unter dem Ring so durch muss, um zu landen, da sehe ich die Dinger immer wieder irgendwo gegenballern und irgendwo gegenfliegen. Gerade weil man sich, also der am liebsten gemachte Fehler ist im Endeffekt zu nah über dem Landepad, wie ich das vorhin gemacht habe, das Teil aufklappen dann und dann ist das Ding durch und ihr könnt euch ein neues bestellen. Oder eben auch tatsächlich bei solchen Stationen wie Korea oder auch bei der Cryastro Station, wenn man da unten rein will, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wie hoch das ist. Landen wir jetzt noch? Oder? Ja, ich würde sagen, wir landen jetzt das Ding noch und machen uns jetzt... Jetzt bin ich ja gespannt, weil wenn du jetzt wieder N drückst, dann müsst ihr ja eigentlich direkt halt das... Naja, das kriegen wir jetzt schon hin, oder? Naja gut, dann landest halt einfach Freihand, ist auch schön. Ja. Also jetzt keinen Absturz zum Schluss. Nee, genau. Ach, guck mal, wie schön, eine Alpha. Ach, darum hat er mir das gerade nicht freigegeben. Ich habe mich gerade gewundert, warum er das nicht wollte. Das war offenbar schon für die Mustang da reserviert. Ja, jetzt gucken wir mal, ob er jetzt hier landen will. Will er nicht. Ja genau, jetzt machst du einfach nochmal zweimal N, bist du eigentlich hoch genug sein. Ja, meinst du, ich bin noch hoch genug? Also Strafe halt nochmal ein Stückchen hoch, nur zur Sicherheit. Genau, du meinst genau. Jetzt so. Genau, so, jetzt lässt du dir ein Pad geben, oder beziehungsweise jetzt nehmen wir halt eben das, was wir haben, und dann müssen wir halt irgendwie es gedrückt halten. Ne? Ja, es kann natürlich sein, dass er gerade irgendjemand anders hier verortet, oder dass ich noch nicht... Geh doch jetzt einfach da runter. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter, ne? Genau. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Schiff. Ich mochte die sehr. Ich habe mich auch von Anfang an dran da in die Reliant verliebt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, sie ist wirklich was Einzigartiges. Komm. Ich bin gleich unten. So, machen wir das Ganze. Und. Ach, elegant wie ein Ziegelstein. Wunderschön. Du mich auch. Ja, und jetzt kann ich auch aussteigen. Jetzt wird man gleich sehen, wie er genau. Jetzt kann ich auch aussteigen. Jetzt kann ich auch wieder nach hinten gehen. Wie gesagt, ansonsten, wir hatten schon mal eine schöne Folge auf dem Channel. Da habe ich irgendwie versucht, mit Weezen zusammen seinen Gesuchsstatus wegzukriegen. Und wir hatten irgendwie Bock, die Reliant zu nehmen. Und dann sind wir so von Yela irgendwie bis von Grimhex da so weg und saßen so übereinander und haben so getalkt. Und das war irgendwie so, dass man sagt: Okay, jetzt verstehe ich, wozu ich dieses Schiff habe. Ja, ist echt cool. Das ist halt nett, dass man Gesellschaft hat auf so langen Touren. Ne? Ja, gerade weil du es auch in Auroras oder Mustang nicht hast. Genau. Ne? Insofern, ja, liebe Freunde, das war für uns, für euch, das Let's Play zur Reliant Core, das erste Schiff der Reliant-Serie, was jetzt flight-ready ist. Wenn die anderen kommen, machen wir natürlich auch nochmal Let's Plays dazu und vergleichen die Versionen dann auch nochmal, genau halt so auf Stats und Gestaltung. Insofern halt so, bleibt uns gewogen, liked die Episode, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet und vor allen Dingen quatscht mit uns über Star Citizen, da freuen wir uns auch mal sehr drüber. Abonniert diesen Kanal dringend, das freut uns besonders sehr und vor allen Dingen halt abonniert unseren Twitch-Kanal auch, auf dem wir jetzt dreimal die Woche live streamen. Darüber hinaus könnt ihr uns persönlich unterstützen bei Patreon, wenn ihr gerne möchtet, würde uns auch sehr freuen. Und insofern würden Sawyer und ich euch jetzt wieder verabschieden, sagen bis zum nächsten Mal und... See you on the flight deck!